Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Up freigegeben worden sind. Es ist ein unerwartet lebhafter Montag, denn heute ist unerwartet auch das Patch 1.6 erschienen, welches benötigt wird, um das Kubota DLC, was morgen herauskommt, einwandfrei und mit allen Funktionen nutzen zu können. Hast du das Video zum Patch 1.6 noch nicht gesehen? Dann klicke bitte oben rechts auf das i, um auf das entsprechende Video geleitet zu werden. Heute haben wir es zu tun mit 4 Updates, einer neuen Karte und 10 neuen Mods. Dieses Video wird präsentiert von Robert Xensur. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofboss bist. Bevor wir jedoch die Mod-Vorstellung jetzt starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Jochen, MindGames, Marcel, Grauer Wolf, TomTV, Timo, Maximilian, Lukas, Finn Elias, Olaf und Sandro für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Die Enttäuschung, dass wir als normaler Giants-Partner keinen Frühzugang zu dem Kubota DLC haben, ist ein bisschen verflogen. Das Wochenende war da. Nun, ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Ich habe es genossen, ich habe mal ein paar andere Sachen gezockt. Auf jeden Fall starten wir jetzt mit den Updates. Das erste Update kommt für die Mod Mittlere Garage von Matei Mods, Downloadgröße 18,81 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verbesserte Texturen, kleinere Korrekturen, eine neue Garage wurde hinzugefügt. Der Lizard-PKW-Anhänger von Castan18 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 7,14 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Helferfehler behoben. Wir kommen zum Saatgut-Add-on, Zusatzfunktionen von Didymod Passion, Downloadgröße 13 KB, in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, fehlendes Sorkum für die Seemaschinen hinzugefügt. Und wir kommen schon zum letzten Update für heute, und zwar ist das für den Misthaufen-Fix. Dieses kommt von Hot Online Team Zombold, Downloadgröße 10 KB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, den Bug gefixt, wo du Mist erhältst, obwohl kein Stroh im Stall ist. Und damit kommen wir auch schon zu der neuen Karte, und zwar heißt diese Westbridge Hills von Vanquish 081, Downloadgröße 136,88 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ja, du hast richtig gehört, Westbridge Hills. Das ist also die zweite Version von dieser Karte, und zwar diesmal von Vanquish, die andere war ja von Zero Oito. Der Text sagt, versuchen Sie Ihr Glück in der neuen Welt. Dieses Gebiet in Amerika benötigt einen fähigen Landwirt, der die Riesenfelder bewirtschaften kann. Es gibt 21 Felder, eine BGA, Platz für platzierbare Gebäude, erhält neue platzierbare Objekte und es hat ein Zugsystem. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, dann kommen wir hier bei unserem Farmhaus heraus. Hier steht schon etwas an unserem Equipment, das ist unser Pickup Truck. Wenn wir uns umschauen, können wir sehen, wo das, ja, das ist genau dem nachempfunden ist, was im Prinzip die Originalkarte war. Auch wurde hier nicht wirklich sehr viel Wert auf hochauflösende Texturen gelegt, zumindest nicht in den Gebäuden, die da verbaut worden sind auf der Karte. Wir haben hier schon mal einen Case 7150 Mähdrescher hier stehen. Hier ist unser Garten, hier haben wir eine Windmühle und einen Wasserzugang. Wenn wir hier gucken, können wir sehen, was ich meine mit den Texturen. Wenn wir hier runtergehen, haben wir hier einige Gebäude auf dem Hofgebäude, auf dem Hofgelände stehen. Nur diese sind tatsächlich nicht benutzbar, wie man hier auch sehen kann. Auch hier sehr niedrige auflösende Texturen, also circa so zu verstehen, was im 19er Standard war. Hier gibt es ein paar Hohlpunkte, die schauen wir uns nachher im Detail an. Hier haben wir ein Multisilo, ein Multifruchtsilo. Hier ist der Einfüllstutzen, auf der anderen Seite den Rausholstutzen. Und zwar verfasst dieses Silo hier eben Multifrucht und ein Volumen von 500.000 Litern. Wir haben hier einen ziemlich großen Unterstand, dann haben wir hier eine halbfertige Halle, also zumindest ohne Tor. Da steht auf jeden Fall eine große Maschine drin. Des Weiteren haben wir zwei Großtraktoren. Wir haben hier noch etwas anderes an Equipment rumstehen, das schauen wir uns nachher im Detail an. Wir haben einen Fast Track, wir haben einen Anhänger.
Wir haben hier ein Multi, wir haben hier ein Silo mit einer Kapazität von 2 Millionen Liter. Ich weiß nicht, ob es Multifrucht ist. Hier gibt es einen Hohlpunkt. Hier drüben haben wir unsere Werkstatt und hier haben wir ein Hühnergehege. Und zwar mit Platz für 30 Hühner. Wir schauen uns kurz die PDA an. Und die Kenner dieser Karte können sehen, dass diese Karte komplett umgebaut worden ist. Aber es ist immer noch die Westbridge Hills. Der Hof, den wir haben zum Starten, das ist also dieser Plotland hier. Der beinhaltet ein Feld, und zwar Feld 16, mit einer Größe von 2,73 Hektar. Die restlichen Feldgrößen sind, sagen wir mal, eher groß. Wir haben hier 18 Hektar, wir haben 20 Hektar hier, 5, 6 Hektar. 16 Hektar. Also hier gibt es eigentlich Feldgrößen in allen Größen. Der Aussaatkalender ist Standard und es gibt keine Zusatzfrüchte. Produktionen sind keine verbaut, bis auf das Sägewerk, das hier unten ganz unten links ist. Dann gibt es verschiedene Kauf- oder Hohlpunkte, die wie Tankstellen, da gibt es mehrere. Hier gibt es einen Misthaufenaufbau, eine Kalkstation. Dann hier ist das Sägewerk. Wir haben eine Windpumpe, das ist das, was wir gesehen haben. Düngler-Aufladepunkt, Flüssigdünger-Aufladepunkt, Pflanzenschutz-Aufladepunkt. Dann haben wir Saatgut-Aufladepunkt, Tankstelle hier. Dann haben wir hier eine weitere Tankstelle, hier nochmal. Hier nochmal verschiedene Aufladepunkte für das Farm-Equipment. Des Weiteren haben wir Abladestationen oder Verkaufspunkte. Haben wir den Bauernmarkt, Verkaufsstelle 2. Wir haben hier ein Getreibesilo West. Wir haben hier das Biomasse-Kraftwerk. Wir haben hier ein Restaurant. Hier ist die BGA, wenn ich jetzt hier diesen Plot hier kaufe. Dann können wir hier sehen, dass es hier die Biogasanlage gibt mit einer Kaufstation und einer Tankstelle. Tierpunkte gibt es zum einen einen Kuhstall groß, der fasst 200 Kühe. Wir haben die Hühnerweide, die haben wir gesehen, mit 30 Hühnern und einen Schafstall groß für 200 Schafe. Wir haben hier einen Punkt, wo wir den Zug mieten können. Wir haben einen zweiten Punkt hier. Wir haben den Fahrzeughändler, den haben wir da hier drüben. Des Weiteren haben wir den Viehhändler hier oben und wir haben unsere Werkstatt hier, wie unser Farmhaus hier. Wir schauen uns den Verkaufskatalog an und können sehen, dass hier tatsächlich alle Früchte, alle Tierprodukte und alle Produktionen aus eventuellen Produktionsstätten verkauft werden kann. Also hier komplett durchgedacht. Wir schauen jetzt, wie schon angesprochen, das Equipment an, das wir bekommen als neuer Farmer. Wir haben drei Großtraktoren. Wir haben den Magnum 340, wir haben den Fasttrak 8330, wir haben den 8R280. Dann haben wir einen Mähdrescher, den haben wir schon gesehen, den 7150er von Case. Wir haben einen Pickup, einen Anhänger. Wir haben das Maisschneidewerk. Wir haben einen Grubber. Wir haben eine Einzelkorn-Sämaschine und wir haben einen Transportanhänger für Schneidewerke. Des Weiteren haben wir noch ein Gewicht und zwar das Tenwickel 2500. Wir können es hier unten gleich schon sehen. Hier gibt es definitiv auch Traffic, der eingebaut worden ist. Und wir machen unseren obligatorischen Rundflug. Und wir können sehen, es ist die Original Westbridge Hill Karte, was das Höhenprofil angeht. Die Felder mögen ein bisschen umgestaltet worden sein. Es ist definitiv im amerikanischen Stil. Quadratisch praktisch gut ist angesagt. Also definitiv helferfreundlich. Hier unten ist die BGA. Das ist unser Kuhstall, der verbaut worden ist, und zwar mit Platz für 200 Kühe. Und hier haben wir das Gehege für die Schafe, und zwar hier sind 200 Stück zu Hause. Ja, also die Karte ist natürlich eine Standardgrößenkarte. Was wirklich zu erwähnen ist, ist die Low Resolution oder die niedrige Auflösung der Gebäude. Ansonsten, ja, ist es halt eine Karte, die nachgebaut ist und ja, eine Interpretation von Vanquish 081. Ja, ich hoffe, dir gefällt die Karte. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit den neuen Mods. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod. Und zwar ist dieses die Lizard TZ400 von Wolfex Modding. Downloadgröße 1,54 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies diese Transportbox hier. Wiegt 160 Kilo und kostet 1800 Euro. Beim Design kann geändert werden, auch von Standard zu mit Inhalt.
Das Gewicht bleibt gleich, kostet 200 Euro mehr und zurück zu Standard. Wir kommen zum Lukas G. Spearmix 300 Tappis. Dieser kommt von Fendt 412, Downloadgröße 6,96 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies ein Futtermischwagen mit einem Volumen von 30 Kubikmeter, wiegt 13,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 9,5 Tonnen, braucht 130 PS und kostet 93.445 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, BKT, Continental und Trelleborg. Und bei der Logo-Generierung kann gewählt werden das neue Logo und das alte Logo. Wir kommen zum John Deere 8350. Dieser kommt vom ARM-Team, Downloadgröße 4,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Sämaschine mit einem Volumen für das Saatgut von 1660 Litern, wiegt 1,8 Tonnen, braucht 60 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5,20 Meter, 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 6.000 Euro. Die Reifenvariante kann gewählt werden zwischen Standard und Duo-Rippe. Und zurück zu Standard. Wir kommen zu Massey Ferguson TD868 DNZer von Manx, Downloadgröße 3,03 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich ein Wender mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen, braucht 40 PS, hat eine Arbeitsbreite von 8,7 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und kostet 17.500 Euro. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod, was Fahrzeuge und Geräte angeht. Und zwar ist das hier die Lizard Klopfplatte von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 0,73 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese so daher, wiegt 500 Kilo und kostet 2500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser extra großen Farbpalette. Diese Klopfplatte für den Rückzug macht das Begradigen und Richten von Holzpolter effizient wie noch nie. Einfach einzuhängen und zu bedienen werden Papierholz, Stammholzpolter perfekt für den Transport vorbereitet. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Vertikalachsen-Windkraftanlage von 2Bit Modding, Downloadgröße 9,03 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Generatoren. Wir haben hier drei verschiedene Varianten. Wir haben diese hier für 6.000 Euro. Generiert Einkommen pro Monat und zwar in diesem Falle hier 480 Euro. Dann haben wir die nächstgrößere Version, die kostet 15.000 Euro zum Platzieren und die generiert 1.080 Euro pro Monat. Dann haben wir noch die ganz große, die hat dann einen Konstruktionspreis von 200.000 Euro und generiert aber 16.800 Euro pro Monat. Wir kommen zum Container mit Fahrzeugwerkstatt. Dieser kommt von Black Sheep Modding, Downloadgröße 3,61 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Ist diese Werkstatt hier, Kostenpunkt zum Platzieren 2000 Euro, Unterhalt pro Tag 20 Euro. Hier können wir die Farben ändern mit der M- oder N-Taste, kann man hier die Farbe verändern. Dies ist eine Bauernhof-Werkstatt mit einem Container mit Tür- und Fensterladen-Animation. Also, wenn wir jetzt hier hingehen, können wir schon mal das Licht anschalten. Ein Licht ein oder aus. Können wir hier die Tür aufmachen. Dann haben wir hier Händler-Fahrzeugoptionen öffnen. Das heißt, wir haben hier einen Händler. Dann, wenn wir hier nach hinten gehen, können wir hier Türe öffnen. Und dann geht der Fensterladen hoch oder die Jalousie. Ja, das ist diese Mod. Wir kommen zum Wartungsgebäude. Dieses kommt von Lamai, Downloadgröße 10,75 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich auch zu finden im Baumenü unter Hallen und Tools. Ist dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 120.000 Euro, Unterhalt pro Tag ist bei 90 Euro. Die kann DEF gekauft werden oder Diesel. Das ist dann hier, kann man entweder AdBlue oder natürlich Diesel betanken. Hier gibt es noch eine Putzfrau, die kommt mit dazu. Hier gibt es natürlich die Werkstattoption. Und hier kann eine Waschfunktion eingeschaltet werden. Und zwar betrifft das diesen Bereich hier.
Damit ist die Wäsche abgeschlossen und zwar, das heißt es hier, in der Waschanlage wird bei jedem Waschgang das Fahrzeug um 10% repariert und der Lack wird ausgebessert. Oh, das ist also hervorragend hier. Ist auch super schön gemacht, schön dekoriert. Und dass es die Putzfrau gleich dazu gibt, das ist natürlich extra cool. Wir kommen zum Schuppen aus Beton. Dieser kommt von Piesel, Downloadgröße 19,06 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Da gibt es zwei Versionen und zwar einmal diesen hier, den Schuppen 14x11 und einmal den Schuppen 25x11. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 11 und 19.000 Euro, Unterhalt pro Tag zwischen 7 und 10 Euro. Das ist dieser Schuppen hier, das ist mal der offene. Hier ist der Lichtschalter. Das ist an diesem Pfosten hier, muss man auch sehr gut kennen oder sehen. Dann haben wir das zweite Teil, es ist der etwas größere. Hier ist der Lichtschalter hier. Und hier gibt es noch zwei kleine Garagen, wo man Zugriff hat. Und hier ist natürlich der Lichttrigger. Hier. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod und zwar heißt diese Gülle-Lager. Ich glaube, jetzt haben wir dann langsam genug von denen. Und zwar kommt dieses hier von Austria Modding, Downloadgröße 1,17 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist es zu finden im Baumenü natürlich unter Gebäude und Silos. Da gibt es hier 5 verschiedene Versionen. Das ist der Güllebehälter 500.000 Liter. Dann gibt es denselben. In diesem Behälter wird Gülle zwischengelagert. Das Terrain wird nur beim Trigger angepasst. Dadurch ist es möglich, etwas mehr von der Wand zu sehen. Das heißt also, wenn das an einem Hang hingebaut wird, wird es nur da ausgeglichen, wo der Trigger ist. Dann gibt es den geschlossenen, den hier. Der hat ebenfalls eine Füllmenge von 500.000 Litern. Und dann haben wir auch hier diese Version, wo eben nur am Trigger das Land ausgebessert wird. Dann gibt es noch den Güllebehälter, das ist dieser hier. Der fasst auch 500.000 Litern und kostet wie alle anderen auch 65.000 Euro. Unterhalt pro Tag ist jeweils 25 Euro. Hierzu gibt es dann noch eine Erweiterung, die kann dann nebenhin gebaut werden, ebenfalls 65.000 Euro. Und natürlich erweitert diese das Silovolumen um weitere 500.000 Liter. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Vorbeigucken, fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, willst du keine weiteren Videos zu den Mods oder auch andere Aktualisierungen nicht verpassen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Robert Zensur für das Sponsoren von diesem Video. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Möchtest du ebenfalls einmal ein Video sponsern? Dann mach doch das gerne, indem dass du deine Kanalmitgliedschaft erwirbst und dadurch natürlich auch exklusive und einmalige Vorteile erhalten kannst. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem neuen Patch und natürlich morgen mit dem Kubota DLC. Nicht verpassen, morgen 19 Uhr machen wir einen öffentlichen Test auf unserem Livestream. Bitte einschalten und nicht verpassen, wir verlosen einen Key für die PC-Version für das Kubota DLC-Pack. In dem Sinne sage ich, das war's für heute. Danke nochmal, danke, tschüss und hasta luego.